Günther Ettinger mit Festakt verabschiedet. Der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Günther Ettinger, CDU, ist am Sonntag im Stuttgarter Opernhaus mit einem Festakt offiziell verabschiedet worden. Seit Februar ist Ettinger EU-Kommissar für Energie. Rund 1000 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft folgten der Einladung zu der Abschiedsfeier. Hierzu gehörte auch Oettingers Nachfolger Stefan Mappus, ebenfalls CDU. Dieser sagte, Oettingers Ernennung zum EU-Kommissar zeige die Bedeutung Baden-Württembergs innerhalb von Europa. Mappus würdigte auch Oettingers erfolgreiche Arbeit und dessen Verdienste um das Land. Günther Ettinger hat das Land wie kaum ein anderer geprägt, so Mappus. Besonders lobte er die Bemühungen des ehemaligen Ministerpräsidenten für einen ausgeglichenen Landeshaushalt. Oettinger sei es 2008-2009 erstmals nach 37 Jahren gelungen, ohne neue Schulden auszukommen. Im Anschluss an den Festakt lud der Ministerpräsident des Landes Baden-Württembergs, Stefan Mappus, zu einem Empfang ins neue Schloss ein. Und alle kamen. Begleitet von Staatskarossen und etlichen schaulustigen Zuschauern bestieg die Prominenz dann die ehrbaren Stufen ins Schloss. Ebenfalls mit dabei Oettingers Lebensgefährtin Friederike Bayer und seinem Sohn Alexander. Stadtgespräch TV wollte wissen, wie fanden Sie die Feier? Ich fand, es war eine sehr würdige, eine sehr persönliche Feier und der Staat sollte das auch tun. Günther Oettinger hat große Verdienste um dieses Land und das wurde heute gebührend gefeiert und ich fand es sehr, sehr schön. Unter der zahlreichen Prominenz auch Edmund Stoiber, ehemaliger Ministerpräsident von Bayern. Wir wollten wissen, Herr Stoiber, sind Sie traurig, dass Herr Oettinger verabschiedet wurde? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, er hat ja nun eine ganz tolle und große Aufgabe. Und ich bin ja selber auch im Dienste der Europäischen Kommission unterwegs zum Abbau der Bürokratie und habe natürlich schon die ersten Gespräche mit ihm geführt und habe festgestellt, dass es ihm sehr gut gefällt, eine neue große Aufgabe, ein Energiethema für ganz Europa. Und es ist für Deutschland und für Baden-Württemberg eine tolle Sache, dass der Ministerpräsident AD jetzt in dieser europäischen Aufgabe sozusagen herausgefordert ist. Oettinger sicherte den Gästen in einer aufgeräumten Rede zu, auch in seiner Rolle als EU-Kommissar weiterhin an Baden-Württemberg interessiert zu bleiben. Unter den geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft waren auch die früheren baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel und Lothar Späth, beide CDU. Ebenfalls mit dabei oberster Kommandeur und General der Vereinigten Staaten William Ward. Well, I'm very happy to be here at this event. This is a wonderful occasion. Auf die Frage, wie sich General Ward denn hier in Deutschland fühle, sagte er, dass es ihm hier gut geht und dass er sehr froh ist, hier zu sein bei dieser Zeremonie. Ebenso beglückwünscht General Ward Günther Oettinger als neuer EU-Kommissar, freut sich aber auch, mit Stefan Mappus als neuen Ministerpräsident zusammenzuarbeiten. Wolfgang Grupp, Firmeninhaber von Trigema, auf die Frage, ob er denn nun traurig sei. Also mein Name ist Wolfgang Grupp, ich bin Inhaber der Firma Trigema und bedauere natürlich außerordentlich, dass Herr Oettinger uns verlässt als Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Ich habe ihn sehr geschätzt, aber wie es so in der Politik ist, es geht nicht alleine um die Taten, sondern auch, da gibt es auch noch andere Gründe und ich vermisse ihn, aber ich wünsche ihm viel Erfolg auf jeden Fall in seinem neuen Wirkungskreis und er wird uns sicherlich sehr gut vertreten als Schwaben im Europäischen Parlament. Danke.
Generalmajor Harold W. Moulton II., Direktor der Operationen Deutschland-Europa, Commander von Patch Barracks in Stuttgart in Deutschland. Und wie fühlen Sie sich jetzt, wo Sie wissen, dass Herr Oettinger seinen Arbeitsplatz wechseln musste? Zuerst einmal muss ich sagen, dass wir sehr stolz darauf sind, hier in Stuttgart eingeladen zu sein. Natürlich ist es auch ein trauriger Moment, dass Herr Oettinger den Platz gewechselt hatte, aber dennoch bin ich mir auch da sicher, dass die Bevölkerung es gut annimmt und stolz darauf ist, dass Herr Oettinger nun auch in Brüssel sitzt. Herr Innenminister Rech, was halten Sie davon, dass Herr Oettinger jetzt als EU-Kommissar arbeitet? Ich bin froh darüber, dass wir jetzt als Baden-Württemberger, als Deutsche einen so starken Kommissar bei der EU haben, bei einem so wichtigen Gebiet wie der Energieversorgung. Das ist ein Thema, das jeden Tag an Bedeutung zunimmt. Und ich bin zum Zweiten froh, dass wir einen solch tollen Nachfolger haben. Und drittens, dass der Übergang von Oettinger zu Mappus in der Art und Weise erfolgt ist, wie dies geschah, in vollem Einvernehmen der beiden handelnden Personen, aber auch mit vollem Einvernehmen und voller Unterstützung der gesamten CDU in Baden-Württemberg. Es waren überall einstimmige Beschlüsse. Es wird eine nahtlose Fortsetzung der erfolgreichen Politik Günter Oettingers geben, auch gerade was die Finanzpolitik anbelangt. Also ein schweres Erbe für Herrn Mappus. Ein solides Fundament, kein schweres Erbe, ein solides Fundament und er wird darauf sehr erfolgreich aufbauen. Ich bin mir da ganz sicher und er hat unsere aller Unterstützung. Auch wir von Stadtgespräch TV wünschen Herrn Oettinger alles Gute für die Zukunft in Brüssel und natürlich Herrn Stefan Mappus ebenfalls als Ministerpräsident alles Gute.